herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Single LS17. Wir hatten beim letzten Video hier Mist eingefahren. Und jetzt werden wir das wahrscheinlich das Ganze erstmal hier probieren zu pflügen. Ich fange jetzt prinzipiell mal hier in der Mitte an. Ja, mit dem GPS. Okay, hat er gefunden. Fliegen jetzt hier mit dem Lemken. So. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Das spielt oder so erstmal keine Rolle. Wir werden. Arbeitsbreite stimmt nicht. Vielleicht so in etwa. Mal ausprobieren. So, GPS sagt Ende. So, hier an die Bahn müssen wir. Vielleicht sollte ich mal eine andere Flugtextur reinnehmen. Und die ist ja wirklich nicht so, dass man sagt, okay. Und man hört immer so schön den Turbo pfeifen. Mal Rad nehmen beim Flügen. Ich habe jetzt drei Felder zum Pflügen, die gepflügt werden müssen. Wir werden den ja, wie gesagt, schon mal Sonnenblumen noch eindrillen. So, jetzt werde ich den gar nicht wenden. Ich werde einfach nur in die andere Seite reinfahren. Ah, da müsste ich aber unten anfangen. Na? Rohstein. Ich hoffe, das passt jetzt hier ein bisschen zusammen. Ansonsten müssen wir ja. Ich sehe schon, hier passt jetzt gar nichts. Na, hier passt es mal zeitlich wieder. Ist wahrscheinlich auch, weil hier so ein Hügel ist. Aber der wieder haut die Arbeitsbreite nicht hin. Jetzt passt es schon ein bisschen besser. Da müssen wir halt mal ein bisschen nachkorrigieren.
der Seite passt es schon ein bisschen besser, weil hier ist nicht so hügelig. Mal die kleine Innenansicht. Aber an der Flugtextur, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Also, das ist ja hier, glaube ich, LS15 Standard. Sind wir schon am Ende. Was ist denn jetzt hier schon wieder los, ja? Ja, sucht sich das immer aus. Also das ist natürlich jetzt nicht so schön, wenn jetzt hier immer so viel liegen bleibt. So, vielleicht mal die Arbeitsbreite ein bisschen verringern. Auf 5 Meter. Lässt er hier wieder was liegen. Das war jetzt natürlich ein kleiner Fehler von mir eben. Sie hat eine ganz schöne Offsetbreite nach links. Nach links, ne? Es geht doch schon ganz schön zügig, das Flügen. Schön 370R. 8370R, Entschuldigung. Vorsicht, Baum.
Mann. So, das war jetzt hier mein kleines Video mit dem Flügen. Zumindest versucht zu flügen. Aber wie man sieht, das mit dem GPS ist nicht einfach. Also es liegt jetzt nicht direkt, vielleicht liegt es an mir mit der Einstellung. Aber wie ihr sehen könnt, das ist nicht einfach. Selbst wenn man in die nächste Bahn hier reinfährt, er flügt nicht exakt genau wieder daneben. Das macht er natürlich nicht, weil er sucht sich natürlich jetzt immer wieder eine Linie. Wo er am besten reinfahren kann. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder auch gerne mich abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach bei dem nächsten Video von mir. Macht's gut!